Juhu, wir sind wieder zurück bei Super Mario 74 nach sehr langer Zeit und es laggt. Ja, jetzt laggt es auch bei mir, ist das nicht herrlich? Oh mein Gott, Mario springt gegen die Wand und es laggt. Das ist toll, wir sind wieder in Bowsers Wasserschloss und warum sind wir das? Ich habe keine Ahnung, warum. So, hallo. Hallo, wieso laggt es? Naja, es geht eigentlich. Mario hat ein paar Bilder weniger pro Sekunde, aber Mario kommt damit klar, weil Mario ist immerhin ein Klempner. So, und was müssen wir hier drin eigentlich noch machen? Wir haben hier noch rote Münzen und ich glaube noch diverse andere Sterne. Rüdiger. Ja? Du musst dir erstmal eine Frage stellen, bevor wir hier zwei... Oh Gott. Was? Du musst dir erstmal eine Frage stellen, bevor wir hier jetzt weitermachen. Ja. Und zwar, machst du eigentlich Harveys neue Augen? Nee. Jetzt nicht mehr. Warum nicht? Jetzt nicht mehr. Wieso machst du nicht Harveys neue Augen? Weil ich irgendwie, die Leute haben kein Interesse daran, die fragen mich ja nie danach. Wenn mal einer gefragt hätte, ob ich es machen will, aber so mich fragt ja kein... Zittert. Wer zittert? Mario zittert. Also die Kamera zittert. So. Ach so. Bitte schließen Sie niemals ein Handelsabkommen ab, was mehr als ein Handelsvorgang beinhaltet. Betrüger verschwinden einfach, wenn Ihnen der erste Handelsvorgang abgeschlossen ist. Ich habe doch hier gerade was gesehen. Ja. Guck mal da. Ich habe Kisten. Ich habe Kisten, Rüdiger. Ich habe Kisten. Rüdiger, ich habe Kisten. Du hast Kisten? Was für Kisten? Ich habe Kisten. Und Rüdiger, Otze schickt mir die ganze Zeit irgendwelche komischen Kisten aus Team Fortress. Warum tut er das? Ich habe keine Ahnung, wo er so ein Kram macht. Auf jeden Fall schickt er mir einfach irgendwelche Kisten. Da bin ich eigentlich laut genug? Oder ist das Spiel lauter als ich? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe es diesmal gar nicht so überprüft, aber es müsste gehen. Rüdiger. Ja, doch, es müsste gehen. Rüdiger! Müsste gehen, da oben ist was. Guck mal. Rüdiger! Ich glaube, das war laut genug, ja? Okay, alles klar. Da oben ist was. Und ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Rüdiger! Da oben! Also wir haben ja schon darüber unterhalten, dass es eigentlich dort schon ziemlich schwer ist dort jetzt. Bei dem Wasser-Bowser-Dingsbum, sag ich mal. Ja, aber... Ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Was hat sich Klügerlord denn jetzt hierbei gedacht? Wie soll ich denn da hochkommen? Was? Da ist so eine Kiste in der Luft. So eine Schwebetechnologie-Kiste sozusagen. Ja. Und die kommen da aber nicht hin. Wieso nicht? Ich weiß nicht wieso. Wieso hat er sich dabei gedacht? Egal, wieso kommst du dann hier? Ich weiß nicht. So, guck dir das an. Hier oben Kiste. Ja, da ist eine Kiste. Ja, hier quasi, genau. Wo sind Harveys neue Augen? Die sind in der Kiste. Achso, die sind in der Kiste, also jetzt verstehe ich den Sinn davon. Vielleicht muss ich aber auch einen Dreisprung mit einem Wandsprung kombinieren, um... Und dann M&M's essen. Das hast du jetzt gesagt. Oder du isst Snackline, Paprika-Mix, Paprika-Geschmack, Gou, Porvion, Gusti de Peperoni, Capri-Kasmack, Kartoffelsnack mit Paprika-Geschmack, Kartoffelstärke, Palmaöl, getrocknete Kartoffeln, 14,5% Aromensalz, Paprika-Pulver, Hefe-Extrakte, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Kurkuma, Kampfstoff E160, Säureregulator. Das auch? Ja. Okay. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich mit Hilfe eines Dreisprunges hoch genug an die Wand springe und dann... Nee, das kann eigentlich auch nicht funktionieren. Ich hab's ja eben probiert. Ja. Doch, es geht! Juhu. Ja, Steine! Kannst du Two-Worlds? Nee, Two-Worlds ist scheiße. Two-Worlds? Wieso findest du Two-Worlds scheiße? Nein, ich mag Two-Worlds. Du hast doch das nie gespielt. Ich hab dir aber den zweiten Teil gesehen. Also nur gesehen, nicht gespielt, aber gesehen und das ist ganz okay. Rüdiger? Ja? Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich dich für 2 Minuten allein lasse? Dann fange ich vielleicht an zu Nein. Rüdiger, wenn du das sagst und ich dein Avatar ansehe, weißt du, was dann in meinem Kopf hoch? Das war ganz ehrlich, das ist total unpassend. Die Leute, ich glaube, ich muss das Bild dann zeigen am Ende. Das geht nicht anders. So, wir machen jetzt was anderes, das habe ich jetzt so beschlossen. Mann, Rüdiger! Wieso bist du so? Ich bin halt einfach so, was soll ich machen?
Ja, Ahnung. Oh Mann, ey, ich dreh gleich durch, so, ich hol mir was zu trinken, bis gleich. Ja, okay, alles klar. Und ich, werd jetzt mal in eine neue Welt gehen. Ich hab keine Bock. Keine Bock! Mach das, Rüdiger, mach das! Guck mal, wo Mario aufschließt! Hat er da... Ich hab's gesehen, ja. Hä? Ich hab's gesehen. Der hat der da... Ja, ich hab's gesehen. Warum hat er das getan? Und die Tür ist auch auf? Die Tür geht trotzdem auf! Ein Glück! Okay, bis gleich. Bis gleich. So. Klüger Lord? Was ist hier mit der Tür geschehen? Was? Zum... Das... Das geht nicht! Das ist nicht möglich! Wieso? Ich bin gleich wieder da! Ja, das ist klar! Oh Mann! Du machst komische Sachen hier, Luke Millard. Wieso? So, jetzt gucken wir uns das hier erstmal an, oder? Ich meine, wir haben ja, wir, unser Sternschild ist sowieso scheiße, also was soll's. So, kommen wir hier irgendwie... Ach nee, da kommen wir nicht weiter. Dann lesen wir erstmal Schilder, würde ich sagen. Wobei Schilder auflesen ist ja eigentlich die Aufnahme von Schilderman 16, aber egal. Wer zum Teufel hat Tür kaputt gemacht? Ist das nicht nett? Wieso lese ich das als Frage? Das ist nicht nett. Warst du das etwa? Naja, jedenfalls führt diese Röhre zurück zum Turm des Ostens. Aber wehe, du machst die auch noch kaputt. Ich mach nicht kaputt, höchstens Diesdorfs Zahnrad, das mache ich kaputt. So, das kapieren jetzt nur die Leute, die diesen Mickey Epic gesehen haben, aber egal, hallo. Wer ist hallo, da? Ich bin wieder da. Das mit der Tür soll so sein. Das stand ja auf einem Schild. Geil. Ja. Und ich gehe jetzt mal hier rein. Ja, Cooper der Schummler. Oh, das wird schön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, nicht Cooper, der hat ja bestimmt Mach 100 Schuhe. Ja, so. Das wird so geil, ich freue mich jetzt schon auf Luck Millard. So richtig süchtig. Ich habe bei Luck Millard letztes Mal sein Super Mario 64 IP angesehen, das wurde mir von Chuck Moritz wurde mir das empfohlen. Und der hatte das gesagt, so, ich soll da mal reinschauen, da habe ich da mal reingeschaut. Und der ist so derbe süchtig aber dabei gewesen, das war so lustig. Weil er runtergefallen ist, er so, ich bring mich jetzt um. Echt? Kam mir auf jeden Fall immer so vor. War vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber doch. Hey Hook, Leute, ich habe ein paar Videos auf YouTube geschaut. Und jetzt weiß ich Bescheid. Du bist der reinste. Du bist der reinste Betrüger. Du schummelst die ganze Zeit. Doch jetzt schlage ich zurück. Ein weiteres Rennen. Und dieses Mal. Schummel ich! Betrüger-Lord. Geil, Betrüger-Lord. Paar und na gut. Du sagst nicht Paar und na gut. Ah, gut. Juhu, warte, so, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist... Oh, geil, hoffe ich. Ich renne ihm jetzt erstmal hinterher. Warum? Ja! Weil ich wissen will, was... Nicht mehr so derbe schnell! Du. Wieso schummelt er? Er macht doch gar nichts. Er macht jetzt bestimmt einen Dreisprung-Wandsprung. Ja! Er macht keine Dreisprung... Er schwebt einfach hoch. Ist er jetzt schon da oben? Ja. Wie soll ich das in 15 Sekunden schaffen? Keine Ahnung. Geil. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das in 5 Minuten schaffe. Das ist richtig geil, das ist richtige Aufgabe. Cool. Aber guck mal, hier ist ein Stern drin. Ach verdammt. Wow, shit. Wieso? Was? Wieso tut er mir das an? Weil er der König ist. Wow. Der König von Super Mario 75, wenn du so willst. Okay. So, wie soll ich das jetzt in 15 Sekunden machen? 1, 2, 3. Ja, super. So wird das immer gar nichts. Ich hoffe mal, dass das Bild bei mir gleich weiterläuft. Bei mir ist es nicht gerade stehen geblieben. Oh. Okay. Mhm. Das macht nichts. Dann spielst du es jetzt blind. Okay, alles klar. Beziehungsweise du guckst blind zu. Mhm. Ah, doch, das kann man in 15 Sekunden. Nee, kann man nicht. Guck mal. Kann man nicht? Klüger. Kann man nicht? Ja, ich sehe, also du musst wissen, dass ich nichts sehe. Also, ich sehe nur, wie Mario gerade gegen eine Box haut. Das ist nicht schön. Hallo, Cooper. Und wie lange hast du gebraucht? Ja, ich habe ungefähr 95 Sekunden gebraucht. Ich weiß nicht, die Zeit lief ja nicht weiter. Geil. Har, 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 ich habe gewonnen, endlich. Nach mehr als einem Jahrzehnt kein Stern für dich. Geil, richtig. Richtig ja. Geil, richtig keinen Spaß mehr haben am Spiel. Ja, richtig keinen Spaß mehr haben, deswegen Cut machen. Geil. Guck mal, ich kann wieder aufnehmen. Ja, das machst du wirklich sehr gut.
muss ich dir wirklich sagen. Also das machst du wirklich sehr gut. Ja, gut, dann mach ich jetzt mal hier Safe State, einfach mal so, zack. Ja. Na gut, dann renne um dein Leben, Rüdiger, er wird schneller sein. Eine Sekunde. Niemals, er ist nämlich nicht schneller, Lord. 4. Ah, schade, Lord. 7. Was mache ich da eigentlich? Schlecht. Oh, das ist aber nicht gut. Ich will jetzt mal was gucken, vielleicht gibt's irgendwo für mich auch eine Abkürzung hier. Nein. Boah, die schon mal nicht. Rüdiger, das ist Luck Miller, der macht sowas nicht für dich. Für ich will dich? Eine Abkürzung, Mann. Nein, hier ist keine Abkürzung. Der schwebt einfach hoch, lass ihn. Aber vielleicht hier über diese derbesüchtige Kisten, über diesen derbesüchtigen Kistenhaufen. Ja, und selbst wenn es über diese derbesüchtigen Kisten gehen würde, denkst du würdest den Sprung schaffen? Ja. Nein. Also vielleicht kann ich aber auch mich so hochglitschen. Nee. Also Rüdiger, kann es sein, dass du ein ganz kleines bisschen verzweifelt bist? Nein! Nein. Angesichts von 15 Sekunden, die ich hier habe, um diesen Mörderparcours abzulaufen, bin ich doch nicht verzweifelt. Wow! Also, wow, shit. Und das mit deinem scheiß Gamepad, wo keine sanften Bewegungen möglich sind. Das ist super. Krieg doch keinen Blödsinn, das ist das sanfteste Gamepad, das ich jemals gesehen habe, was du da hast. Oh. Toilette. Okay. Nochmal. So, jetzt! Jetzt bist du stehen geblieben, jetzt schaffst du schon nicht mehr. Plumps. Vielleicht muss ich aber auch... Ah, nee, das wird... Oh, das könnte aber so hinhauen. Was denn? Wenn ich jetzt hier so rüberspringe... Ja, Rüdiger, dafür musst du aber auch den Sprung schaffen. Was muss ich machen? Da musst du den Sprung auch schaffen, sag ich. Ach nee, schaffen ist völlig überbewertet. Okay! Oh Gott, das wird nix. Ja, da hast du dreht wieder durch. Ich meine, das war nicht los, Mann. Also, worauf ich jetzt nochmal ansprechen wollte. Also, erstmal wollte ich nochmal sagen, ja, dass das wieder Hintergrund hört, ist manchmal das Kaninchen von dem Rüdiger LP. Und was ich ansprechen wollte an der Stelle nochmal, ist die Lieblingsperson von dir aus dem Let's Play, Edna bricht aus. Was? Die Lieblingsperson, ja. Adrian. Adrian, ja. Er ist halt der König. Ist dir mal auf... Ich gleich... Oh, das war knapp. Ja. Kann das sein, dass du diese Person aus einem ganz bestimmten Grund ganz besonders ausgewählt hast als die erste Person? Ich weiß, worauf du anspielst. Weil er ein König ist, aber nein, das hat damit nichts zu tun. Nein, das meinte ich nicht. Ja. Na bitte! Nein, ich meinte eigentlich den Fakt... Mist, du hast schon wieder geschummelt, ich weiß es. Nee, ich sterbe. Okay, sag es mal den Fakt, dann können wir uns den Stern holen. Essen schmeckt! Genau das war der Grund. Das dachte ich mir. Es ist tatsächlich so. Eigentlich wegen seinem epischen Essensschlachtausruf und halt wegen der Sache ganz am Anfang, wo man ihn trifft, wo er dann sagt, es geht um Sieg oder Niederlage. Und dann diese ganzen Aufzählungen, das war sowas von episch gewesen einfach nur. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht, dass es deshalb war. Aber es war hauptsächlich wegen Essensschlacht. Das war schon fast, das war wie so ein langgezogenes Das hätte anstelle dafür doch einfach kommen können. Hätte mich genauso gefreut. Ursprünglich wollte ich auch ein 15-Minuten-Video davon machen. Diesen Essens-Schlacht-Ausruf extrem lange ziehen. Das Problem ist, dass man immer gehört hat, dass es dann zusammengeschnitten war. Deswegen habe ich es dann gelassen, weil ich nicht weiß, wie man das hinkriegt, wie man das streckt. Du kannst es ja so machen, dass du es nicht streckst, sondern dass du die Videoabschnitte immer ganz leicht übereinander überlagerst. Dass man da diesen Übergang gar nicht mitbekommt. Hm. Dass du überlagerst sie immer ganz leicht, dann kopierst du das und dann überlagerst du sie immer ganz leicht einfach. Diese einzelnen Abschnitte. Dann geht das ganz sanft über zum nächsten Abschnitt. Müsste ich mal probieren, ja. Okay, auf jeden Fall. Mist! Da habe ich schon vorgelesen. Was schon wieder geschummelt? Scheiße. Habe ich schon vorgelesen, Mann! Stern! Nimm den verfickten Stern endlich! Darf nicht verfickt sein! Ich habe aber zwei Sterne in nur einem Part geholt, das ist nicht gut! Rüdiger! Guck mal, ein fetter Cooper! Ja! Rüdiger!
Ja? Das wird deinen Sternschnitt auch nicht mehr helfen. Ist das nicht lustig? Wieso demotivierst du mich so? Was denn? Essenzschlag!